Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in der Beta 1.6.6. Ja, der Optimizer funktioniert wieder. iTunes läuft auch wieder. Ich habe dort noch etwas neu installieren müssen und die Welt lädt auch wieder wunderbar schnell. Das ist schön. Willkommen, willkommen. Wir sind wieder bei dir. Unser Zauberbuch, Zauberbuch. Du bist hier willkommen. Ich habe auch keine Angst mehr vor Skeletten, die machen mir gar nichts mehr aus. Das ist mir total egal, ich brauche nur ganz viel Baummehl. Denn in der Beta 1.6.6 gibt es ein ganz tolles Update, das wir jetzt ausnutzen werden. Und ich muss nach Hause meine ganzen Kisten ausräumen. Oh, noch mehr Zeug. Wo sind hier die Creeper? Ich habe gerade eine Karaoke-Version von Doremi im Hintergrund. Ich weiß auch nicht warum. So, Leitern hoch, Zeug in die Kisten packen und dann werden wir etwas ganz Tolles mit Bauenmehl anstellen. Ganz, 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 ganz coole Sachen. Hier kommt Doremi. Hier kommt Doremi. Sticks brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Gravel brauchen wir auch nicht. Holz nicht. Das heben wir mal auf. Das ist hier wertvolles Glas und wertvoller Sandstein. Ein bisschen Kohle haben wir gefunden. Wir haben noch ein ganz klitzekleines bisschen Brickzeug. Das packen wir mal hier oben rein. Wobei, nein, Moment, das kommt in die Kisten oben. Das brauchen wir erstmal nicht. Das ist dann hier zum Brennen später. Emily, wir könnten auch mal das brennen. Ach, das machen wir ein andermal. Sugarcanes und Paper. Lassen wir das mal da liegen. Das Zeug brauchen wir nicht. Was können wir sonst noch hier mit reinpacken? Die hätten wir für die Küche später irgendwie gebrauchen können. Habe ich vergessen mitzunehmen. Bin ja auch ein bisschen dämlich. Iron Ore. Kann mal hier hin. Machen wir das mal so. Die Eimer, ach, das brauchen wir später noch. Da brauchen wir auch die Schaufeln für. Zäune brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ein bisschen Erde. Nee, das können wir erstmal wegpacken hier. Unsere Buckets, die lassen wir mal da. Buckets, 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 Buckets. Unsere Map nehmen wir immer mit. Machen wir das mal so hier. Da machen wir uns gleich Baumehl draus. Das kommt hier drunter. Dann die Trapdoor, die brauchen wir auch gerade nicht. Das wollte ich nach oben bringen, genau. Gehen wir nochmal kurz nach oben. Hui! Ding dong! Und dann packen wir den Kram erstmal da rein. Und dann suchen wir uns erstmal neue Clay und neue Kohle, bevor wir da dran denken, was weiterzumachen. So mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Dann machen wir uns jetzt mal schnell Baumehl. Und klicki, 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 klicki. Das sollte reichen. Könnt ihr jederzeit Neues machen. Und gehen jetzt raus. In die frische Natur und werden meine... Naja, die Textur ist da noch nicht ganz ausgereift. Ich hoffe... Hier ist keiner gesagt. Nein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Das wird noch. Das kommt alles noch. So, jetzt muss ich wegen Creepern aufpassen, oder? War doch so. Es könnten doch theoretisch hier überall Creeper sein. Und die sind so explodierfreudig. Den darf man wirklich nicht so nahe kommen. Hallo? Hallo, Mr. Creeper? Any Creepers here? No? Oh, Schweinchen. Okay, gut, da hüpfen nur Schweinchen. Wo mache ich das am besten? Wo mache ich das am besten? Ums Haus herum? Hier, da fange ich mal hier an. Blang! Oh! Grass! Yay! Nein, wir müssen nicht mehr neue Chunks laufen. Notch hat das Gott sei Dank geändert. Ist das nicht toll? Und dann hier noch bling und 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 bling. Und ich übertreibe es gerade. Aber, also das Gras wird noch geändert in der Textur. Ich hatte jetzt nur keine Ahnung, wie das sich alles so verhält in Minecraft, weil ich noch kein neues Gras gesehen habe. Die Grasbüschel werden natürlich noch anders. Da wird wirklich ganz feines, dünnes, fusseliges Gras draus. Ich sage dann, euch gefällt das so, wobei ich das ziemlich unschön finde. Und ich werde auch natürlich ganz viele alternative Blumensorten für euch schaffen, damit, falls euch diese Blumen nicht gefallen, und manchmal passen sie einfach nicht, ihr die Möglichkeit habt, da viele alternative Blumen zu nutzen, denn Blumen zu pixeln ist nun mal wirklich das Einfachste, was es gibt. Und jetzt buddeln wir uns hier unten durch und angefangen hier. Genau hier. Ja, denn wir wollen hier alles aus wunderschön. Hoffentlich haben wir jetzt hier unten nicht wieder irgendwie so eine Höhle, in die wir dann reinfallen. Also das fand ich ja, das war ja kein schönes Erlebnis, nicht wahr? Das war kein schönes Erlebnis. Nein, nein, war es wahrlich nicht. Nein,
aufs Gütigste hat mich nicht verarscht gefühlt. Das fand ich nicht schön. Das war gelinde gesagt scheiße. Ja, kann ich nicht anders sagen. Es war nicht schön. Moment. Just wait a moment. Can I please let... Nein, ich kann mit Bone Meal auf Sand noch nichts wachsen lassen. Aber auf Sand gibt's ja eigentlich auch solche Büschelchen. Notch, das musst du noch ändern. Man sollte nicht nur auf Gras das machen können. Nein, man sollte das auch überall machen. Oh, jetzt muss ich ja hier... Correctly. Machen wir es mal so. Den da rein. So, weil das wird ja hier eine Mühle und das wird ja eine Wassermühle und die kann ja nicht auf der Erde laufen. Das geht ja nicht. Das geht doch nicht. Also haben wir jetzt hier gleich ein Überflutungsproblem. Genau, ich werde durch die Gegend getrieben. Hier mit Wasser, super, klasse. Rumschubsen, ich lasse mich ja gerne rumschubsen. Ich lasse mich ja so gerne rumschubsen. Das Wasser füllt sich auch nicht auf. Auch in die Richtung nicht, vermute ich. Nein. Hätte ja sein können. So, ich hoffe, da unten drunter sind jetzt nicht wieder irgendwelche Höhlen. Da habe ich schon wieder eine Schaufel kaputt. Nein. So. Das hier muss übrigens auch weg. Nein, nicht das da. Das da muss weg. Glowstone ist übrigens auch verändert worden. Das haben wir noch nicht gesehen. Aber in die Nether gehen wir bald, Freunde. Wir gehen bald in die Nether. Denn ich habe auch vor, in die Nether zu gehen. Ich möchte gerne in die Nether. Das dauert nicht mehr allzu lange. Ups. Ah. Wir haben ja... Ups. Schließlich genügend Lava und auch Wasser. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Diamantspitzhacke. Und da müssen wir nur einmal in die Höhlen. Und wie gesagt, da möchte ich mir jemanden mitnehmen, der ein bisschen auf mich aufpasst, wenn wir in die Höhlen gehen. Und wenn es geht, jemand, der nicht genauso ein Versager in Höhlen und Monstern ist wie... Ach nee, wir sind auch alle Versager, wenn es um Minecraft geht. Seien wir doch mal ganz ehrlich, wir sind alle Versager, wenn es um Minecraft geht. Wirklich, was ist mit meiner Stimme heute los? Ich habe die Allergietabletten genommen, da ist... spinnt meine Stimme mal komplett. Im Hintergrund haben wir Spyro-Musik. Ich hoffe, die ist nicht zu leise und nicht zu laut. Ich habe noch Probleme damit, das zu mischen. Aber eine separate Audiospur aufnehmen auch. Ich weiß, man hat es mir geraten, aber ich... das klappt nicht so gut. Mein Computer ist dann mit zu vielen Dingen beschäftigt und dann habe ich Audioverluste. Und wir wollen das ja nicht noch... Ach, verdammte Angst. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Bin ich völlig deppert? Honey ist deppert. Achso, in die Ecke hätte ich das machen müssen. Ich und die Wassersystematik von Minecraft. So. So, und dann dahin. Und hopp, und dann haben wir hier, müssten wir schon hier, hier einsetzen eigentlich. Nee. Ich gehe hier wieder raus. Was machen wir denn da? Hier hin, ne? Genau, und dann kann man hier schon was rausnehmen. Oh, gut, dann muss ich ja nicht immer hinlatschen. Genau, und dann hier hin. Dann kann ich hier was rausnehmen. Und dann dahin. Und dann kann ich da was reinstellen. Das war Absicht. Ich mache das ja mit dem Eimer kaputt. Also Holz mit Eimern kaputt schlagen, auch eine super Technik. Und dann hier. Und dann übrigens da. Und by the way, auch noch there. And there. And then there. And then there. And then there. Und dann there. And then only there. And then there. And then there. And then gar there. And then I fixed the water. Cool. Now I need more water for draußen. Oh, scheiße. Ich meinte, ach verdammt, wegen einer ganz bestimmten Person, die in seinen Let's Plays immer ständig das Wort benutzt, sage ich das jetzt inzwischen auch ständig. Ich wollte mir das übrigens abgewöhnen, ne? Das überhaupt in meinem ganzen Leben nochmal zu benutzen. Aber jetzt sage ich das ständig. Mano, du fluchst zu viel. La la la. Überhaupt nicht viele Türen hier. Nein, das kommt uns nur so vor. Zumachen, shut the door, please. And good night, everybody. Yay. Ui, aua, aua.